Okay. Habe ich es angemacht? Oh, super. Ich kann das ja. Ja, guten Morgen. Im Programm steht Status des Projekts. Ich habe es ein bisschen umbenannt. Hitchhiker's Guide to the Joomlaverse. Und wir sind in Hamburg. Ach so, soll ich das auch noch nehmen? Rede ich nicht laut genug? Gestern auf dem Business Day ging es noch. Okay, wenn das einer kennt, also da steht irgendwie vorne drauf, keine Panik. Und das ist auch genau keine Panik. Gut, weiter geht's. Was will ich heute tun? Ich will im Grunde genommen, wo waren wir, so einen kleinen Abriss geben, wo sind wir momentan und wo wollen wir hin, ist der nächste Punkt. Ich habe es gestern schon erzählt, der Effekt heißt Amboss. Und ich habe mich bei den Präsentationen von Steve Jobs immer gefragt, wo hat der diesen tollen Effekt her? Haben die bestimmt extra nur für den eingebaut, wenn dann irgendwie dann so buff, $99 runterkommt. Und naja, aber jetzt habe ich ihn gefunden und wie gesagt, er heißt Amboss und wenn ihr möchtet, benutzt ihn. Mein Name ist Robert Deutz. Mein bevorzugter Arbeitsplatz ist links oben, das ist Balkon. Ich lebe in Aachen, ab und zu mal Urlaub und ansonsten bewege ich mich so auch so ein bisschen in der Joomla-Szene. Bin Organisator von J&B Beyond und ja, ab und zu mal ist auch schon mal ein bisschen Spaß, ein bisschen Bierchen trinken und so. Gut, legen wir los. Wir haben jetzt 2011, also lang hat es angefangen, 2001, da gab es mal ein Mambo und dann 2005 hatten wir dann ein Joomla und man sieht so ein bisschen hier schon, dass wir ungefähr 3 Jahre zwischen 1.0 und 1.5 brauchten und dann 3 Jahre, um nach 1.6 zu kommen und jetzt sind wir schon bei 1.7 und 2012 gibt es dann 2.5 und keine Ahnung, wie das heißen wird. Wahrscheinlich, ja. Wir sind momentan, also wir haben so ein paar Grenzen wirklich gebrochen. Das sind also wir sind ungefähr bei 25 Millionen Downloads, wir können das alles lesen. Sind mittlerweile, glaube ich, schon bei 8.125 Erweiterungen im Extension Directory. Haben die Marke von 500.000 Forums-Usern irgendwie schon gebrochen. Also das sind schon Nummern, ne? Das ist sozusagen der kleine Abriss der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zu Joomla heute. Also, wir haben 1.7 veröffentlicht und das sogar rechtzeitig im Juli. Das war eine ganze Zeit lang ziemlich schwierig im Joomla-Projekt. Also, man wusste nicht genau, wann es kommt, man wusste nicht genau, was kommt. Wir haben jetzt im Grunde genommen eine Sache eliminiert, man weiß genau, wann es kommt. Man weiß immer noch nicht, was, aber ist ja schon mal eine Verbesserung. Wir haben mit der 1.7 im Grunde genommen das erste Release der Joomla-Plattform, haben also eine Trennung vollzogen zwischen dem CMS und der Plattform. Also im Grunde genommen ist das, was in dem Library-Ordner drin liegt. Das ist schon seit Jahren geplant, ich glaube 2006 oder sowas, bei dem Treffen in Deutschland irgendwie ist das schon geplant worden, das zu machen. Und ich habe da vorne die anderen noch hingelegt. Schneller. Okay, jetzt bist du aus dem Bild. Mittlerweile haben wir auch so One-Click-Updates, das funktioniert auch schon ganz gut und wir haben im Grunde genommen jetzt gewechselt, und das habe ich gerade schon auch schon beim ersten Punkt kurz erwähnt, zu einem Time-Based Release-Cycle, das heißt alle 6 Monate gibt es was. Und es hat auch einen Namen. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Das ist auch Joomla heute momentan. Also wir haben einmal Microsoft, das läuft eben auf SQL-Server und da gibt es eine ganze Menge Support-Sachen. Was ziemlich interessant ist, das ist die eBay-Sache. Ich war vor 2 Monaten in Amerika und da haben wir uns auch mit einem von eBay getroffen. Und der hat uns dann so im
im Restaurant am Abend deren Oberfläche gezeigt, wie sie also ihre ganzen Daten, ihr Data Warehouse quasi mit der Joomla-Oberfläche nicht direkt verwalten, aber zusammenbringen und da so eine Art Social Network für Daten drüber legen. Das war ziemlich interessant. Also wir haben da in dieser Brauerei oder sowas gesessen. Das gibt es in Amerika anscheinend total oft. Und er holte sein iPad raus und machte seine VPN-Connection auf und zeigte uns dann so, hier und das sind die Daten von eBay, bla 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 bla. Klasse. Alles basierend auf Joomla-Plattform, alles basierend auf Joomla. Ganz begeisternd, also mich hat es begeistert und klasse Sache. Das ist auch Joomla heute. Momentan 2,7% der ganzen Webseiten laufen auf Joomla, der Top-Million-Webseiten laufen auf Joomla. Ein paar andere CMS, die ja vielleicht auch eine Rolle spielen, das sind die. Aus meiner Sicht, es werden eben immer so diese ganzen CMS aufgeführt und es wird teilweise beschwören Leute da eine Konkurrenz drauf. Ich denke, das brauchen wir gar nicht, weil die wirklich interessante oder eine der weiteren interessanten Zahlen ist, dass wir 74,9% nutzen überhaupt gar kein CMS. Das heißt, wir haben alle genügend Potenzial, uns noch ein bisschen auszubreiten und brauchen überhaupt gar nicht auf Drupal, WordPress oder Typo 3 zu gucken. Potenzial ist da. Insgesamt ist das natürlich eine ziemlich crazy Sache. Und ich möchte jetzt so ein bisschen zum Joomla Summit, der vor ein paar Wochen war in Amerika. Im Grunde genommen waren es vier Summits. Da hat sich also alle Teams getroffen, CLT, PLT, OSM und die gesamte Gruppe. Wobei der gesamte Gruppen war aus meiner Sicht das Interessanteste daran. Also kommen wir zum Joint Summit. Okay. Habt ihr gesehen, das war Joint Summit, habe ich geschrieben. Gut, okay. Wir haben uns zuerst mal überlegt, wie können wir effektiver werden? Also was können wir tun, um unsere Performance in der Community zu verbessern? Und eine Sache ist, dass wir zwar drei Teams in unserer Leadership-Organisation oder Organisationsstruktur haben, also das Community-Leadership-Team, das Production-Leadership-Team und OSM, wobei das Community-Leadership-Team sich um Websites, Community und solche Sachen kümmert. Production Leadership Team kümmert sich um die Erstellung der Software an sich und OSM kümmert sich um Finanzen und Marketing und so ein paar Sachen, um diese beiden anderen Teams zu unterstützen. Das führt eben dazu, dass die Teams sich zwar mit ihren Sachen sehr gut auskennen und auch sehr gut ihre Sachen machen, aber eben die Interkommunikation nicht so besonders gut ist. Und deswegen haben wir erkannt, dass wir die Grenzen ein bisschen abbauen müssen und dass wir da irgendwie durchlässiger werden sollen. So, ein weiterer Punkt ist, dass wir eben auch entsprechende Rechenschaft oder Responsibility für das, was wir tun und dass das eben ein wirklich kritischer Faktor für unseren Erfolg ist und das auch transparent zu vermitteln in der Community. Und der dritte Punkt ist, eben Transparenz, Kommunikation ist wirklich eine ganz wichtige Sache in diesem mehr nicht wirklich auf einen Leader und oder eine Firma ausgerichtete Organisationsform, sondern in dieser mehr hippie-freaky Organisation, wo alle so ein bisschen was tun. Gut. Noch ein bisschen ins Detail. Gut, okay. Was waren die wirklichen Punkte, über die wir da gesprochen haben? Ich versuche es kurz zu machen. Vielleicht kann man noch ein bisschen Zeit zu fragen. Also wir haben uns über Kommunikation intern und extern unterhalten und das war eine ziemlich. Ich war in der ersten Session dabei und wir haben versucht, irgendwie alle unsere Kommunikationskanäle mal aufzuschreiben und mal zu gucken, wie kommunizieren wir denn überhaupt mit der Community? Und wir sind irgendwie so auf irgendwas zwischen 30 und 40 gekommen, was natürlich ganz schön schwer zu handeln ist, wenn man irgendwie Kommunikation gezielt rausgeben will und natürlich für Community und für Leute, die sich interessieren, extrem schwierig ist, überhaupt die Informationen zu bekommen. Das heißt, die ganze Masse an Kommunikationskanälen überhaupt macht es schon schwierig, die Informationen zu bekommen. So.
Vielleicht kurz noch grundsätzlich was dazu, was wir gemacht haben. Wir haben diese Themen alle diskutiert. Wir haben sie nicht alle tot diskutiert, aber wir haben versucht, Punkte herauszuarbeiten und daraus dann gewisse Action-Items für die Zukunft herauszuarbeiten, an denen wir dann jetzt weiterarbeiten. Das heißt, das alles ist nicht diskutiert, aufgeschrieben, boah, das war jetzt toll, sondern da folgen auch noch Sachen raus. Wir haben auch schwer über Internationalisierung gesprochen, also was können wir tun, um eben andere Communities mehr zu integrieren. Also wir haben, die spanische Community ist zum Beispiel sehr separat, die italienische Community, die ist auch sehr separat, die eben ein bisschen mehr zu integrieren. Das war ein Thema, über das wir gesprochen haben. Wir haben auch über Projekt, Roadmap und Goals. Damit meine ich jetzt wirklich nicht die Goals für Joomla als Software, sondern Goals für Projekte. Und wir haben für das ganze Projekt zum einen und auch für die einzelnen Teams. Wir haben dieses Jahr schon für die einzelnen Teams Goals festgelegt, was wir also machen wollen und möchten das versuchen eben auszubauen und einen Prozess aufzusetzen, wie wir nächstes Jahr das auch für das ganze Projekt hinbekommen, dass wir ein projektweites Ziel oder projektweite Ziele für ein Jahr haben. Ein interessantes, ja, ein natürlich interessantes Thema, sehr wichtiges Thema für eine Organisation, die eben darauf basiert, dass Freiwillige irgendwas tun und uns voranbringen. Wie können wir das unterstützen, wie können wir das besser machen, wie können wir die Leute besser halten oder wie können wir den Leuten auch irgendwas zurückgeben und denen sagen wir mal so, teilweise fühlt man sich nicht so ganz geborgen und für diese Geborgenheit wollen wir vielleicht ein bisschen mehr dran arbeiten. Vielleicht. Abläufe optimieren, wir haben eine ganze Menge Prozesse, die sehr kompliziert sind, wo man nicht genau weiß, wie es lang geht. Teilweise ich weiß auch nicht bei allen Prozessen, was genau passiert. Das wollen wir optimieren, aufschreiben und so weiter. Und dann haben wir uns auch nochmal es gibt ein Sponsorship-Programm, das heißt, Firmen können Joomla sponsern und bekommen dafür gewisse Sachen zurück. Das hat in der Vergangenheit nicht ganz so super funktioniert. Da haben wir ein paar Ideen rausgearbeitet, wie das besser werden könnte. Und dann haben wir uns noch relativ kurz in der großen Runde über Zertifikation unterhalten. Also wie können wir irgendwie Joomla, Entwickler, Developer, Administratoren, whatever, in irgendeiner Weise zertifizieren. Ganz am Anfang dieses Thema, aber es gibt gewisse Action-Items, die festgelegt sind und die wir dann in der Zukunft angehen wollen. Folgend hatten wir dann das OSM-Summit und da haben wir uns im Grunde genommen über ähnliche Themen unterhalten. Da war es ein bisschen gut, dass wir dieses Jahr nach Jane Beyond schon mal einen Tag hatten und quasi schon diese ganzen viele Themen schon angerissen haben und irgendwie schon als Gruppe schon besser gefunden waren. Und deswegen konnten wir da wirklich konkreten Sachen angehen und haben uns also in den Trademark-Prozess mal wieder nicht, aber genauer eben angeschaut. Wir haben auch da wieder über Möglichkeiten von Sponsoring gesprochen, eine Aufgabe von OSM. Und auch über Events kurz. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich die Joomla World Conference geben, Ende des Jahres. Finanzen ist natürlich unser Thema. Und auch da haben wir über Zertifikation und Kommunikation gesprochen. Die meisten Sachen, die wir da war es sehr konkret, da haben wir wirklich geguckt, dass wir was können wir tun, diese ganzen Themen weiter zu treiben. So, und jetzt kommen wir zu der guten Frage, wie kannst du helfen? Gerade schon kurz angesprochen, was kann man tun? Es gibt diese Ideas-Webseite, also wenn man irgendeine Idee hat, hingehen, abstimmen, ist erstmal eine Sache, sagen, okay, das finde ich gut, das sollten wir irgendwie weiterverfolgen, besser verfolgen. Ist auf jeden Fall eine Sache. Man kann natürlich auch eigene Ideen einreichen, Fehler beheben, gibt Bug-Tracker und so weiter. Was kann man noch machen? Zumindest wenn man Developer ist, man kann irgendwie neue Funktionen erstellen, arbeiten an der Plattform, Anwendungen auf Basis von der Plattform erstellen. Das ist momentan eigentlich unser Thema oder ein starkes Thema, an dem wir arbeiten. So, und was kann man tun, wenn man kein Developer ist?
Gibt im Grunde genommen auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten, die man bei denen man irgendwie helfen kann. Ich möchte mich bitte entschuldigen für diese übermäßige Nutzung von irgendwelchen Effekten. Aber naja. Ja, ich passe so ein bisschen. Also es sind so ein paar Sachen, die man einfach machen kann. Es gibt ganz viele Sachen. Einfach mal schauen. Wir haben auch dieses das J-Help Wanted Forum. Da versuchen also alle Gruppen, die eine Aufgabe haben oder die irgendwas Kleineres haben, wo wir sie Hilfe brauchen, versuchen da zu posten, da einfach mal immer reinschauen, ob man da vielleicht irgendwas findet, was man dann vielleicht mal in einem Tag oder sowas erledigen kann. Und muss ich drücken oder nicht? Ja, okay. Gut. Also das ist das Fazit. Also wir können Hilfe gebrauchen, wirklich auf allen Ebenen. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Habt ihr jetzt irgendwelche Fragen zu konkreten Themen? Ich glaube, ich war zu schnell. Gibt es Fragen? Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn gar keine Fragen kommen. Dann hat man irgendwas falsch gemacht. Danke. Ja? Okay, also die Frage war, Artikel für das Magazin, so könnte man helfen. Und er sagte, er wüsste gar nichts von dem Magazin. Also wir haben ein magazine.joomla.org, das kommt einmal im Monat raus. Und da gibt es eben Artikel, die man dafür schreiben kann, zu Themen, zu Joomla-Themen, zu was auch immer. magazine.joomla.org. Das ist online, ja. Das ist kein Print oder sowas. Das ist online. Ist mit einem CMS gemacht. Ganz tolles Teil. Ja, meine Frage zieht dahin. Habt ihr vor, für vielsprachige Internetseiten diese Funktionalität mit in den Core reinzunehmen? Oder werden wir weiterhin auf Jungfisch angewiesen? Also die Frage war, ob wir die Funktionalität für mehrsprachige Webseiten in den Core übernehmen wollen, ob das geplant ist. In einer gewissen Weise ist das begonnen worden für bestimmte Sachen. Also es ist momentan möglich, mit 1.7 das zu tun. Es ist noch nicht so einfach von der Verwaltung her. Also ich denke, der Unterschied zwischen das, was wir da drin haben und was zwischen Joomfish zum Beispiel, ist der Prozess, den Joomfish unterstützt bei der Übersetzung. Und das ist noch der Unterschied. Jetzt müssen wir einfach gucken. Und Joomfish wird sicherlich auch irgendwann mal für 1.6, 1.7. Da vorne sitzt einer der Lead-Developers. Der kann euch dann dazu irgendwas sagen. Schnappt ihn euch. Gut, also, ja, das ist auch immer noch so. Also nicht der Prozess, sondern die Möglichkeit. Er war zuerst. Was 2.5 heißen soll. Ja, das ist so. Ja, gut. Also es gab eben diese beiden Möglichkeiten zu sagen, dass man ganz normal weiter durchzählt und 1.8 eben das nächste Long-Term-Release ist. Und die andere Alternative war eben, dass man sagt, okay, man guckt, dass die Long-Term-Release immer eine 0.5 dahinter haben. Weil wenn man in einem Prozess anfängt, fängt man mit 2.0, 2.1 und geht dann auf 2.5. Und dann ist im Grunde genommen in diesem Prozess oder in dieser Reihe der 2.5er die Version, die am stabilsten und am besten ist. So. Und das soll immer das Long-Term-Release sein. Also man kann die Long-Term-Release jetzt an der 0.5 hinten erkennen. Und das ist im Grunde genommen auch konsistent mit der 1.5. Und das waren die beiden Alternativen. Und entschieden worden ist von der Community, zwar knapp, aber es ist entschieden worden, 2.5 zu nehmen. Es gibt, ne? Also hättest du würfeln können. Nein, es war da. Ja. Okay. Das kommt darauf an, wie gut sie sind, wie gut sie den Code-Standards entsprechen, ob sie direkt benutzbar sind, auf welcher Ebene sie eingereicht werden.
da kommt es drauf an. Also es kommt im Grunde genommen letztlich auf die Qualität an und wie gut es eben in das Release reinpasst. Das ist der, zu der genauen Geschwindigkeit jetzt, wie lange das dauert. Ja. Ja, gut. Ja. Okay, gut. Kann ich wie gesagt nicht sagen, also Geduld. Sie haben am Anfang gesagt, man hat entschieden, auf zeitliche Updates umzustellen. Ja. Was war denn da der Hintergrund? Warum geht man nicht von Reifegrad aus, warum geht man vom Kalender jetzt aus? Weil man einfach irgendwo mal einen Flock in den Boden hauen muss. Und wenn du in so einem Projekt, und das ist ja eben unsere Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn du immer sagst, okay, wir haben bestimmte Funktionalitäten, die wollen wir da reinbringen, da wird immer weiterentwickelt, aber man kommt irgendwie nie zum Ende. So, und jetzt sagt man einfach, okay, wir haben, das ist das Datum und was bis dahin fertig ist, das kommt in die nächste Version. So, wenn du das nicht machen würdest, dann müsste man ja immer länger warten und die ganzen neuen Funktionen würden ja nie irgendwie reinkommen. Auch Sachen, die schon fertig sind, würden nicht reinkommen. Und deswegen dieser Wechsel zu diesen Time-Based Release Cycles, das machen ja nicht nur wir, das machen ja andere eben auch. Ja. Ja. Ich habe diese Zweispurigkeit noch nicht kapiert. Welche Zweispurigkeit? Also es gibt einen Long-Term-Release, das wird eben 18 Monate wird diese Version unterstützt. So. Und es gibt diese Short-Term-Releases, das sind also zum Beispiel die 1.6 zum Beispiel, die Updates und der Support, dafür ist ein Monat, hat der aufgehört, nachdem 1.7 released worden ist. Das ist also ein Short-Term-Release. Und diese Long-Term-Releases, die sind eben diese ganzen 18 Monate und dann endet der Support. Für das Long-Term-Release. Ist der 2.5er Long-Term-Release identisch mit irgendeinem Short-Term-Release? Also der wird sehr nah an der 1.7 sein, weil das die Version davor ist. Da wird er sehr nah dran sein, aber natürlich nicht identisch. Ich glaube, er war schneller. Ja. Ja, gib nur lang. Ich weiß Ende jetzt nicht. Okay, also ich mache jetzt noch nichts mit 1.6 oder so. Ja. Wenn ich höre, dass es 2.5er gehen soll, ist es ja. Es kommt doch an, was ist da für alles, also was man auf der Seite einsetzt. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Wenn es so einfach läuft, wie es jetzt ist, Never change the running system. Du bist dran. Ja, war fast die gleiche Frage, weil gut. Ich jetzt gesagt habe, 1.5 läuft, muss ich irgendwann, wenn ich das weiter benutzen will, auf die 2.5. Ich weiß. Sogar 10 vor. Okay, ja, nein, aber ich denke, es beantwortet, ja. Gib 5. Sorry. Es war eine ähnliche Frage. Es geht mir darum, ob es war eine ähnliche Frage. Ja. 1.5 auf der 2.5er. Ja, es gibt ja dieses J-Upgrade, was eben so gewisse Sachen eben upgradet. Das hat natürlich Grenzen, gerade wenn es darum geht, dass du natürlich, wir hatten ja bei 1.5 einen zweistufigen Kategoriebaum zum Beispiel und den jetzt zu migrieren wird natürlich in ein Nested Set, wird natürlich am Anfang ganz gut funktionieren, zumindest der eine Schritt. So, also das wird man migrieren können, man wird gewisse Sachen migrieren können, vielleicht irgendwelche Entwickler bieten irgendwie für J-Upgrade auch irgendwelche Module an, damit man da upgraden kann, aber wie gesagt, das kann man nicht sagen. Weil dann ist die ganze Strategie ja doch so ein bisschen blöd, sag ich mal, weil wenn gesagt wird, okay, nehmen Sie Long-Run-Support, diese Version, jetzt kommen dazwischen Versionen, das ja. Nein, von der 1.6 zu 1.7 kannst du doch abgehen. Klar, ja. Das ging ja jetzt auf die Long-Term-Support geschickt. Ja. Alle, oh, lass die Finger von der 1.6 zu 1.7, da gestern haben wir auch
Ja. Sagt man, machen wir jetzt einen Langplan. Das war aber nicht ich, oder? Okay. Ja, aber dann muss man doch immer diese Zwischenversion nehmen, damit man dann eigentlich gut. Also ich würde dann upgraden, wenn es dafür, dafür eine Notwendigkeit gibt. Dann würde ich. Ja. 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 Das ist richtig. Ja, okay, gibt es noch eine andere Frage außer irgendwie über 2, 5 und 1, 8? Das langweilt mich so langsam. Irgendwie noch was anderes? Spannende Frage. Was wurde du? Da vorne war noch eine. Gegessen? Ja, die Frage ist, wie kommt es wohl, dass so viele Fragen zu dieser Migration kommen? Habe ich gesagt? Hat das vielleicht was mit Kommunikation zu tun? Ja, das hat was mit Kommunikation zu tun. Das ist erkannt. Man kann es verbessern. Ja. Wie kann man es denn verbessern? Indem man nicht so viele Kommunikationskanäle hat, habe ich vorhin erzählt. Indem man nicht so viele Kommunikationskanäle. Wo soll ich denn gucken? Welchen Kanal soll ich denn nehmen, um die Fragen, die ich alle habe, zu diesem Upgrade so lesen zu können, dass ich sie optimalerweise meinen Kunden auch noch irgendwie rüberbringe? Also, ich sage, nee, 1,8 machen wir jetzt, warte mal, wir machen deine Seite 2,5, stabil, hellgänger. Oder was sind die Argumente? Wo lege ich das nach? Wenn ich hier einen schweigenden Deutsch stehen habe, Gott. Wo kriege ich die? Ja, also wir erstmal. Also es gibt erstmal genügend Kanäle, indem man genau, wie wir festgestellt haben. So, das ist zumindest mal ein Fakt, den wir gesehen haben, unter dem wir arbeiten. So, in der Zwischenzeit kann ich dir nur empfehlen, schau die Kanäle, die wir haben, such die Informationen raus. Es gibt immer wieder genügend Informationen im Magazin, da schreiben Leute Artikel genau zu diesen Thematiken. Momentan kann ich dir nichts anderes sagen, suchen. So, was will ich anders tun? Die Situation ist nicht anders. So, und sie wird anders werden. Wir hoffen, dass die Situation besser wird. So, aber es ist ja, meine Güte, es ist ja auch an dir. Du könntest ja das zusammenschreiben, mal die Informationen raussuchen und vielleicht in dem 43. Kommunikationskanal veröffentlichen. Ist ja auch möglich. Ja, bevor wir jetzt alle 43 oder 44, 45, 46 Kommunikationskanäle aufschreiben, versuchen wir die erstmal runter zu dampfen, dass wir irgendwie weniger haben. Also das ist ja, denke ich, erstmal unser Ziel. Und das sind auch genau die Action-Items, die wir haben, dass wir unsere Kommunikation gezielter machen. Ich glaube, ich laufe hier aus der Zeit raus. Ja, darfst du. Aufgefordert, da eine Wiki-Seite zuzumachen. Ja. Das heißt, wir versuchen schon von den Mailinglisten aus immer das Wiki aktuell zu halten. Also das Wiki sollte die erste Anlaufstelle. Okay, zwei Fragen. Ja, die Ergänzung war, dass eben das Wiki versucht wird, aktuell zu halten. Und dass im Wiki eben auch einiges Informationen zusammengefasst wird. Und da kann ja auch jeder dran arbeiten und ja, okay. Also viel Zeit ist nicht mehr. Ich bin den ganzen Tag noch da. Du und dann ist Schluss. Also nochmal kurz möchte ich auch da zur Seite springen. Also prinzipiell ist es natürlich so, dass es schwierig ist, die ganzen Informationen zu filtern. Aber jetzt mal ehrlich, es sind auch nicht so viele Informationskanäle, also ich hätte keine 43 aufzählen können. Meines Erachtens ist es definitiv die
Joomla.org-Seite, wo man sich informieren kann, die offizielle englische. Und ich denke, das ist der Hauptanlaufpunkt für alle, die Fragen dazu haben. Das Zweite ist, es gibt sicherlich auch im deutschsprachigen Raum, ob es in Österreich oder Schweiz ist oder auch etablierte Seiten, die Informationen zu diesen Upgrade-Prozessen liefern, die auch kritisch genug sind. Ich denke, auch da müssen wir uns lösen, das geht schon. Eine Frage habe ich allerdings noch, die ich noch stellen wollte, anschneiden. Prinzipiell, ob das nun 2.0 oder wie das Kind auch heißt, ist mir wurscht. Ist das, was für mich interessant ist, ist es angedacht, und das hoffe ich, dass man zwischen den Lang- und Short-Term-Releases auch aus dem Core heraus sauber updaten kann, weil in der 1.7er gibt es ja noch ein paar Haken, dass es nicht ganz so sauber ist. Ja, soll. Das wird aber nicht topic und wird es dann später aus dem Joomla-Kern heraus funktionieren? Ja, ja, soll. Also ich würde sagen, wer jetzt gar nicht an der dritten Schiene teilnimmt, der sollte jetzt auch auf keinen Fall da abstimmen. Weil sonst kriegen wir völlig das Gegengewicht. Okay, guter Hinweis. Kann jeder frei entscheiden. Alex? Robert, eine Frage, die du nicht beantwortest, an deinen Zahlen befangen. Wie viele Leute contributen momentan aktiv regelmäßig zu Joomla? Ich habe keine Ahnung. Sind es mehr als 50? Was ist contributen? Alles. Ja, mehr als 50, aber leider schon 20 im Leadership-Team, die irgendwas contributen. Und gibt es genügend Leute, die irgendwie was schreiben? Mehr als 200, 300 Leute, die pro Tag wirklich etwas tun. Seien es Forum-Administratoren, seien es Leute, die ins Wiki schreiben, seien es Entwickler, die irgendwas machen, seien es Leute, die in den Events machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut genial. Vielen herzlichen Dank, riesen Applaus, danke, mach so weiter. Okay, zwei kurze Sachen möchte ich noch sagen. Also erstmal. Nein? Ah, komm, vergiss es. Ist egal. Ich wollte meine letzte Folie noch zeigen. Komm, mach hin. Dann guck mal, dass du mal die letzte Folie findest. Darf ich bei dir Mareike und den Thunder bitten? Komm mal nach vorne. Mareike, Thunder. Okay, wir haben da zwei mehr Leute vom Leadership-Team hier. Das ist die Mareike, die sitzt auch im OSM Board of Directors, kümmert sich um Internationalisation gerne und solche Sachen. Und den Sander, der ist im Community Leadership-Team. Wir sind, glaube ich, alle heute noch hier. Und wenn ihr Fragen habt, dann, genau, Fragen, einfach ansprechen. Und wer mir noch nicht folgt auf Twitter, muss das auch nicht. Okay? Okay. Gut. Habt ihr uns alle mal gesehen?